Für 100 Zentralhörer ist heute ganz ein besonderer Tag. Sie besuchen den Gotthard-Basistunnel. Und mitten drinnen ist auch unser Reporter, der Christian Stempfli. Christian, wo sind ihr gerade? Wir sind jetzt gerade im Tunnelfenster. Und das Fenster ist effektiv ein Fenster, aber ganz dicht gedrängt stehen jetzt Zentralhörerinnen und Hörer da drinnen. Guten Morgen miteinander. Wie geht's da? Gut. Was ist das für ein Gefühl, im Gotthard-Basistunnel innen zu stehen? Da? Es ist schon noch speziell, wenn man sieht, was alles gemacht worden ist. Wir haben vorher gerade Informationen bekommen, einen Haufen Informationen über den Bau des Gotthard-Basistunnels. Und jetzt warten wir auf einen Zug. Der sollte in wenigen Augenblicken kommen, pünktlich wie eine Schweizer Uhr. Guten Morgen miteinander. Ihr seid ganz gespannt mit den Fotos parat, Fotoapparat. Verständlich, ja. Nochmal. Wir hoffen, wir sehen den wirklich. Also nicht so schnell durchfahren, dass man gar nichts sieht. Und ich habe gerade den besten Platz verwickelt. Du bist gerade vor der Strand, gell? Mit Schutzwäsche und auch Helmen, das muss sein hier innen. Wir hören noch nichts, oder? Hat jemand schon etwas gehört oder gesehen? Da? Nein, noch nicht gerade viel. Aber von weitem her, ein spezielles Geräusch, vorher habt ihr das auch gehört? Eine Art des Pfeifen? Ja, ist noch recht eindrücklich. Das ist eigentlich auch noch zu erwähnen. Wir sind in der längsten Orgelpfeife der Welt. Also wenn der Zug hier durchdüset, dann verdrängt er Luft. Und die Luft, die erzeugt den Ton. Max Giesler, unser Guide hier. Wie haben wir es mit dem Fahrplan? Jetzt kommt also wir sind immer noch auf Kurs. Was man jetzt gerade hört, ist aber ein Zug auf der anderen Seite, in der Ostrehre. Aber man wartet ganz gespannt. Er hat sich vorher kurz angemeldet. Also er hat heute ein ganz eigenartiges Musikstück drauf. Aber wir werden das noch erleben. Nur Geduld. Was war es für eine Sonate-Sinfonie? Ich weiss nicht, wer die komponiert hat, aber es ist ja so, es ist wirklich jedes Mal ein anderes Musikstück und immer interessant. Ist immer abhängig natürlich vom Zug. Was ist es für ein Zug? Wie schnell fährt er? Vor allem aber auch, was haben wir draussen für Wetter? Das hat eine Bewandtnis mit dem Luftdruck. Mhm. Interessant. Aber ich sehe gerade, es sind ein Haufen wo Leute, die jetzt da schon Fotoapparate und Handys in die Luft strecken. Also anscheinend sieht man das kleine Licht gleich auch. Dann geht es nicht mehr lange, wird er da vorbeibrausen. Gehen wir wieder ein bisschen näher an da ins Tunnelfenster rein, im Stollen. Wir sind wirklich im Gotthard innen, ein paar hundert Meter im Zugangsstollen am Steg. Und da ist ein bisschen andächtige Ruhe. Jetzt sind wir endlich mal drinnen, oder? Und jetzt kommt er. Müssen wir da vorne schauen? Jetzt wird gefotelt. Der Zug fährt an. Man spürt es, glaube ich, auch. Ein paar Eindrücke hier. Ja, also warten, also ist noch relativ weit weg, aber jetzt geht es nur noch, sagen wir 10 Sekunden, ja, und dann wird es donnern hier drinnen. Jetzt ist die Spannung auf dem Höhepunkt. Jetzt hört man ihn langsam. Jetzt sieht man ihn! Jetzt kommt er. Ich weiß nicht, Sarah, ob man auch die Melodie, die der Zug erzeugt hat, gehört hat über das Radio. Man hört so eine Art Pfeifen. Das ist noch speziell, wenn man, kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Jetzt wird es, glaube ich, lauter draußen. Ganz genau bei uns auch. Das ist ganz eindrücklich. Das ist die längste Orgelpfeife der Welt. Jetzt wird es immer lauter. Das sind die Eindrücke hier vom Tunnelfenster. Wir werden es heute Nachmittag dann auch noch mit einer weiteren Gruppe erleben. Schnell einen Kommentar zu diesen Tönen hier und zu der Durchfahrt vom Zug. Also es war super, es war einfach ein bisschen kurz. Ja. Aber Fotos haben wir gemacht.
Ja, ich habe ein Video gemacht. Dann gehen wir ein Haus weiter noch erfahren. Schon noch ein Haufen Sachen zum Tunnelbau. Es gibt auch noch Gelegenheit für Selfies hier innen und unbedingt das Geräusch noch ein bisschen mitnehmen. Hier. Ich glaube, ich tue es auch noch aufnehmen, dann für, ja, zum Daheim noch mal geniessen. Wer weiß, das wäre eine Vorlage für irgendein Musikstück. Sarah, was kommt gerade als nächstes? Als nächstes haben wir den Jimmy Cliff parat gemacht. Hakuna Matata. In dem Fall hören wir uns später wieder. Viel Spass. Merci, bis bald. Für etwa 100 Hörer ist heute ein spezieller Tag. Sie besuchen den Gotthard-Basistunnel. Durch einen Seiteneingang ist es bei Amsteg in Berg hineingegangen. Dort haben sie viel Spannendes um den Bau und Dimensionen vom längsten Eisenbahntunnel der Welt erfahren. Mit dabei ist auch unser Reporter, der Christian Stempfli. Und ja, Christian, ich nehme an, es hat etwas zu Mittag gegeben. Wir haben einen feinen Dreigänger dürfen geniessen hier im wunderbaren Restaurant Hotel Sterne und Post in Amsteg, wieder außerhalb vom Gotthard-Basistunnel. Die 50 ersten Zentralhörerinnen und Hörer sind jetzt noch am Dessert. Es gibt feine Pristner-Niedle mit Birnen und ein paar Eindrücke, wenn wir sammeln von dem Besuch im Gotthard-Basistunnel im Seitenstollen. Wie war das? Also es war sehr interessant, auch schön. Wir haben auch uns auch rüdig gefreut. Und wir sind nicht enttäuscht worden. Ja. Es war super. Es war eindrücklich, so eine Bohrmaschine zu sehen, wie gross die eigentlich ist und wie es gemacht wird. Und so. Mich hat auch die riesige Maschine so beeindruckt. Das einmal zu sehen, ist unglaublich. Und einfach das Ganze ist sehr gut organisiert, es klappt alles, krönen den Abschluss mit dem feinen Essen hier. Und was mich so begeistert hat, auch die Freude in dem Video, das wir am Schluss gesehen haben, einfach die Freude von dem Durchbruch. Das habe ich ganz herzig gefunden, schön. Die Arbeiter, die am längsten Tunnel der Welt, am längsten Eisenbahntunnel der Welt gearbeitet haben, die sind ganz prominent vorgekommen. Wir sind auch über einen Walk of Fame gelaufen, wo die Namen gestanden sind. Wir haben Bilder gesehen oder eben im Video. Schon ja, Hühnerhaut zum Teil. Ja, ist noch recht eindrücklich, ja. Auch die 57 Sterne, die sie dort am Boden gemalt haben, stellvertretend eigentlich für alle Mineure. Aber doch, man sieht, es haben Leute eigentlich geschafft von allen verschiedenen Gebieten eigentlich. Es ist doch eine relativ grosse Technik auch dahinter und alles, oder? Da ist noch ganz ein Junge, der mitgekommen ist. Von wo kommst du? Von Staffelbach. Was hat dir gefallen heute? So der Film und so und die riesige Maschine und so. Würdest du wieder einmal gehen? Ja. Ja, also ich finde es sehr positiv, dass man die Stollen für die Nachwelt erhalten hat und nicht einfach zugemacht hat, dass man können in den Tunnel hineinschauen und auch sehen, wie die Züge vorbeifahren mit der entsprechenden Musik, die sie rauslassen. Dann möchte ich noch dem ganzen Team da vom Radio Zentral recht herzlich danken für den super Ausflug und für die Idee. Und ich hoffe, dass das in Zukunft auch wieder irgendeine so gute Idee haben und etwas durchführen. Vielen Dank. Die Idee ist von der SBB gekommen, von der Bundesbahnen. Uli Hurschler, es ist etwas Besonderes, im Tunnel drin zu sein. Du bist schon manche Tage drin gewesen. Das ist so, ja. Ich habe die letzten 13 Jahre eigentlich dürfen in verschiedenen Funktionen in dem Tunnel arbeiten. Also nicht eigentlich im Tunnel, aber fürs Tunnel arbeiten. Ich habe in einem Projekt mitgearbeitet, Störungsmanagement NEAT. Also wir haben diskutiert, wie wir so ein riesen Ereignis, wo wir halt immer rechnen damit, können bewältigen. Wir haben das Ganze auch noch umgesetzt. Ich habe auch jetzt dran, die Erhaltung, wir wollen ja den Tunnel 100 Jahre erhalten, da sind wir dran zu optimieren. Wir haben noch kein Erfahrungswerk gehabt, wir haben jetzt ein halbes Jahr erhalten und da müssen wir auch noch ein bisschen besser werden, weil wir wollen ja wirklich den Tunnel nachhaltig 100 Jahre betreiben. Was heisst das, erhalten? Was sind da für Überlegungen, für Arbeiten? Ja, wir nehmen das Beispiel. Wir haben eindrückliche Zahlen. Wir haben 7200 Beleuchtungen drin. Wir haben die Schiene, die gebraucht wird, die wir wieder einmal ersetzen müssen. Wir haben Elektroschränke drin, die gebraucht werden. Und wenn die Schränke nicht mehr funktionieren, dann können wir auch nicht mehr fahren. Und darum machen wir jedes Wochenende machen wir Wartungen an diesen Anlagen. Und das muss gut geplant werden, weil wir können nicht
nur mit der Eisenbahn an die Schränke fahren kann. Und das braucht einen Logistiker einen sehr grossen Aufwand. Und nebenbei bist du auch noch für Gäste aus nah und fern da und zeigst ihnen gerne auch den Löschzug, gell? Das ist so, ja. Und das ist natürlich mein absolutes Highlight immer, dass man auch wirklich dreinisch schauen kann, was macht man eigentlich im Alltag. Und danach gemerkt, die freudigen Gesichter oder die Stimme, die man jetzt auch immer hört, das ist natürlich noch ein Zückerchen, das man noch machen kann. Oder? Speziell, also das Tunnel oder der Tunnel, der längste Eisenbahntunnel der Welt, der gehört auch ein bisschen uns allen. Alle haben in einem gewissen Sinn mitgearbeitet. Also dort habe ich immer einen guten Spruch. Ich kann ja machen auch Führungen im Erhaltungs- und Interventionszentrum in Erstfeld, wo man 2 Stunden kann den Lösch- und Rettungszug auch anschauen kann und habe dort eine Präsentation. Und zur Einführung sage ich immer, es ist mein Tunnel, aber ich habe auch ein Ziel, dass er nach 2 Stunden sage ich Uli, jetzt ist es mein Tunnel, unser Tunnel, weil wir jetzt auch mehr wissen von dem. Es ist jetzt 3:15 und es ist ein Moment, wo einige Leute sehr gespannt erwarten. Christian Stempfli im Gotthard-Basistunnel, auf was wartet er? Wir warten auf den Zug und ich weiss nicht, Charlie Simmen hat eine Verspätung. Er kommt sicher und er wird sicher da vorbeifahren. Das ist manchmal halt ein bisschen unterschiedlich von der Fahrbahn her. Es nützt ja nicht, wenn man eine Geschwindigkeit bolzt im Tunnel und der Zug macht es an Goldenhardt, damit es schnell ist. Und so gibt es halt auch mal von Süden her vor allem 1-2 Minuten Verspätung, aber er wird kommen. Jetzt, wenn wir ins Tunnelfenster schauen, immer mehr Leute kommen an, von unseren Hörerinnen und Hörern, für ein Foto zu machen. Jetzt ist, glaube ich, der Moment. Jetzt ist der Moment, genau. Intercity von Süden. Wo jetzt gerade hier am Tunnelfenster durch ist, also ein paar wenige Sekunden, dann fahren wir 200 Stundenkilometer da vorbei. Ein paar wenige Sekunden ist das Highlight durch. Das war schon. Kurz und bündig, ja. Aber das Geräusch, hört ihr mal. Das ist das Einzige, ja. Also man sieht ja nicht so viel, aber man hört es. Das ist natürlich etwas, wo man gar nicht denkt, dass das so wird tönen. Ganz speziell. Wie ist das Gefühl, hier im Tunnel rein zu sein? Es geht. Es ist ein bisschen warm. Aber sonst ist es ein gutes Gefühl. Nicht beengend, weil es ist ja ziemlich gross. Ihr habt hier vorher einen Haufen Informationen bekommen über den Bau des Gotthardtunnels schon. Eindrücklich im Moment, jetzt hier drin zu sein. Absolut, absolut. Ich habe eigentlich Schiss so in Tunnel und so, aber ich muss sagen, ich fühle mich voll sicher. Wenn ich sehe, was die alles hier haben für die Sicherheit, das ist Hammer. Da bin ich überwältigt. Dann noch das Geräusch dazu, das könnte einem ein bisschen Angst machen. Nicht wirklich, nein. Eigentlich fühle ich mich wirklich gut, danke. Wir sind wieder mit 50 Leuten hier im Gotthardtunnel drin. Charlie, ihr habt Erfahrung mit vielen Gästen, die schon hier reingekommen sind. Und immer wieder erzählst du Geschichte, wie hier gebaut worden ist. Manches Jahr. Ja, ich darf sagen, ich habe natürlich das Privileg gehabt, dass ich da die letzten 20 Jahre in meinem Berufsleben durfte, das Projekt begleiten und mitgestalten. Und so hast du natürlich einen unheimlichen Schatz an Geschichten und Anekdoten, die du jeweils den Leuten mitgeben kannst. Und ich merke es, es gibt immer wieder Leute, die hängen einem richtig an den Lippen und wollen erfahren, was da gegangen ist. Ja. In welchen Funktionen bist du alles da beim Bau beteiligt gewesen? Also am Anfang natürlich in der schweren Papierphase, wo es nur darum gegangen ist, Pläne zu studieren und irgendwelche Stellungnahmen zu schreiben. Dann, wo es endlich losgegangen ist, für mich als ausgebildeter Maschinenbauingenieur, natürlich das Highlight war, dass ich da die ganze Materialbewirtschaftung managen durfte. Also das heisst, Ausbruchmaterial konnte managen, was wird damit gemacht, wo geht es hin, wie läuft die Produktion. Und am Schluss dann noch das Tüpfchen auf die Zeit quasi verantwortlich vor Ort gewesen für den Einbau der ganzen Eisenbahntechnik. Bei einem Jahrhundertbauwerk dabei zu sein, das kann nicht jeder. Aber ein Haufen sind beteiligt gewesen. Man sieht sie da vorne auch zum Teil im Bild. Was bedeutet es dir oder jetzt im fertigen Tunnel zu stehen? Es ist ein Privileg. Ich glaube, das ist etwas Einmaliges, wenn man kann sagen, man hat quasi das Berufsleben mit einem Projekt verbracht. Gibt es das nicht sehr häufig auf der Welt und B, können das wahrscheinlich am Schluss nur wenige Personen von sich sagen, ein grosses Projekt und quasi das ganze Berufsleben damit verbracht. Und so gesehen ist das mittlerweile wie mein Baby oder beziehungsweise jetzt halt der Teenager, der so langsam ausgewachsen ist. Aber ja, es sind ein Haufen Emotionen damit verbunden und so der Trennungsschmerz ist natürlich immer noch da. Also ich bin immer noch gerne da, ich erzähle immer noch gerne den Leuten, was ich alles erfahren habe und ich hoffe, ich darf das noch lange machen.
immer schön untermalt die Musik, die das Tunnel macht. Immer wieder schön, wenn man also die Geräusche hört, man weiss, es ist Leben drin. Es ist nicht nur irgendein totes Betonrohr oder einfach irgendetwas, was da gesputtelt worden ist, jetzt da steht, sondern genau der Ton von diesen Zeugen, von den unterschiedlichen Zeugen, die da durchfahren, unterschiedlichen Tönen erzeugen, das ist das Leben drin. Wir bleiben gerne noch ein bisschen weiter drinnen jetzt mit der zweiten Gruppe. Es ist angenehm warm auch, etwa so wie draußen oder sogar noch ein bisschen wärm. Nein, wir haben, glaube ich, schon einen Job wärmer, würde ich sagen. Also, wir haben in der Regel etwa 20 Grad hier in Amsteig, also angenehm warm, trocken natürlich, weil wir haben ja praktisch kein Wasser, also so gesehen fast sehr subtropische Verhältnisse jeweils. Hier innen kann man verweilen. Übrigens auch eine junge Familie mit dem Baby, der schläft. Das ist wahrscheinlich die jüngste Besucherin vom Gotthardtunnel. Ja. Woher kommen ihr? Vom Aargau. Vom Aargau. Schnell einen Ausflug ins Urnerland mit Baby. Ja, genau. Aber es verschläft all die Momente. Sie schläft jetzt, ja. Ist wahrscheinlich beruhigend hier innen. Wollen wir nicht stören. Weiterhin viel Spass. Ja, danke. Und heute war unser Reporter Christian Stempfli den ganzen Tag unterwegs gewesen, im Gotthard-Basistunnel, aber nicht allein, Christian. Insgesamt 100 Zentralhörerinnen und Hörer haben heute ein Tunnelerlebnis gehabt. Mit Tunnelblick sind sie in den längsten Eisenbahntunnel der Welt rein. Ein paar Eindrücke, wie geht es einem hier umgeben vom Gotthard-Massiv? Es ist eindrücklich, das gewaltige Bauwerk anzuschauen, was da gegangen ist. Das ist eine einmalige Sache. Es ist sehr interessant, das Bauwerk. Und es ist noch angenehm warm hier drin? Ja, es ist wirklich warm hier. Also, man fliegt gut kurzärmelig. Es ist auch wirklich wohl. Unsere Guides sind immer wieder gefragt und werden etwa zur Seite genommen und befragt. Werner Daniot, Sie verbringen viel Zeit hier im Tunnel. Wie geht es Ihnen dabei? Sehr gut, ich komme immer gerne wieder rein. Es ist interessant, immer wieder andere Leute und verschiedene Fragen, andere Leute zu treffen. Es ist sehr interessant, ich mache das eigentlich sehr gerne. Es kommt manche Stunden zusammen im Tunnel innen leben. Gängt dir das? Nein, das denke ich nicht. Ich hatte zwar einen jungen Gast, einen deutschen Student, der gefragt hat, was nachher passiert mit dem Tunnel. Wenn wir es dann nicht mehr brauchen, der will gerne hier innen wohnen, weil wir müssen nie heizen, es ist immer gleich warm. Aber ich denke, für mich wäre das sicher nicht. Ob schon, also wir haben ein ganz angenehmes Klima erlebt heute mit den vielen Gästen, die gekommen sind. Und der Guide, Max Giesler, schon manche Stunden Gotthard-Erfahrung jetzt als Führer. Wie geht es Ihnen dabei? Mir geht das wunderbar. Ich gehe immer wieder gerne da rein. Es ist immer wieder ein Erlebnis und das ist eigentlich auch heute wieder feststellbar, dass die Leute begeistert sind, beeindruckt sind von dem Tunnel und ich würde sagen im Namen von Uri Tourismus oder auch von Ice Guides, die es nicht glauben, kommen doch einmal schauen. Ich lege die Hand ins Feuer. Apropos, ich schaue gerade, ich sehe da nie einen Stein rumliegen, den ich als Souvenir könnte mitnehmen. Die sind schon draußen. Die hat man alle zusammen mitgenommen. Es war sogar ein Geolog da, der das feinsäuberlich musste, ein Buch führen über das, weil gerade die Kristalle, die man eben gefunden hat, das gehört ja dem Kanton und nicht an den Einzelnen. Und er hat auch immer geschaut, dass die Kristalle, die dann allenfalls etwa vorgekommen sind, den richtigen Weg genommen haben. Es haben mir viele Leute gesagt, wie es auch berührt sind, hier innen zu sein, in diesem Jahrhundertbauwerk, wo ganze Haufen Mineure geschaffen haben. Ein paar sehen wir hier auf Bilder oder auf dem Walk of Fame sind es vermerkt. Es ist schön, dürfen hier innen zu sein und ein bisschen Teil davon zu werden. Also ein Danke an euch, Guides, an Uri Tourismus, an die SBB, die das ermöglicht. Wie lange eigentlich noch? Bis in 100 Jahren kann man da noch einen Besuch machen im Seitenstollen. Also nicht mit uns, wir werden das nicht überleben, noch einmal 100 Jahre. Aber es wird hoffentlich noch lang der Fall sein, dass das auf grosses Interesse stößt. Und ich denke, mit all der Verkehrspolitik, die wir haben, dürfte das Interesse noch lange da sein. Mit ganz vielen Eindrücken und auch noch mal der längsten Orgelpfeife der Welt. Es kündet sich wieder so gehen, da. Man hört es im Seitenstollen neben der Weströhre vom Gotthard-Basistunnel. Ein paar hundert Meter innerhalb des Berg. Draussen wartet die Turnersonne wieder zum Amsteig auf uns und dann geht es dann heim zu.
Unsere Radiozentral-Hörreise, die wir gemacht haben am Wochenende ins Unterland, war ausgebucht. 100 Hörerinnen und Hörer sind gestern das Erstfeld eingetroffen. Unter anderem hat es das erste Mal feines zu essen gegeben mit Urner-Spezialitäten und das Gotthard-Tunnel-Erlebnis, das Uri Tourismus zusammen mit SBB anbietet, haben sie dann auch noch können wirklich erleben. Der Christian Stempfli mit dabei gewesen. Es hat ganz viele bewegende Momente gegeben. Schon als wir am Samstag in Seitenstollen reingefahren sind mit dem Extrabus, haben viele das Handy gezückt für das Föteln und das Filmen. Emotionen, wo wir die Aufnahmen gesehen haben vom Durchstich im Tunnelkino. Das sind die 57 Kilometer Erstfeld bis Podium. Oder wo einer der Guides erzählt hat, wie die Arbeiter geknüllt sind, um den Beton bei den Schienen zu planieren. Staunen über die Erklärungen der Tunnelbohrmaschinen, der Pionierleistungen, einem Weltrekord. Ja, es ist einfach immens, das ganze Bauwerk hier. Nur schon was die Zahlen angehen, von Kabel über Leute, die hier gearbeitet haben, das ist Wahnsinn. Ja, es ist gewaltig, es ist ein Jahrhundertbauwerk. Ja, also ich bin auch sehr stolz auf unsere Schweizer, was die so fertig bringen. Und dass wir jetzt hier drinnen sein und das anschauen, finde ich sehr gut. Jetzt an einem Sonntag haben wir etwa 2-3 Schnellzüge pro Stunde aus dem Süden durch eine kleine Öffnung in der Weströhre gesehen durchfahren. Pardon, flitzen. So schnell, wie es gegangen ist. Unglaublich schnell. Man kommt gar keinen Eindruck über, wie schnell das ist. Oder? Es geht so schnell und man hört nichts, man merkt nichts. Wie ist es da innen zu sein, im Tunnel? Ja, es erschlägt einem schier vor Ehrfurcht, vor dieser Leistung und auch von diesen Kosten und alles. Aber es ist gewaltig. Und dann hat es Musik gegeben. Der Zug tut sich am schon Minuten vorher ankünden, durch einen Ton, mehrere Töne. Das ist die Luft, die er durch die Seitenstollen durchdrückt. Uri Tourismus nennt das die längste Orgelpfeife der Welt. Es ist beeindruckend, das Bauwerk, oder die lange Zeit, die sie bauen haben und doch durchgekommen sind. Überwältigend. Also ich habe die Bauzeit miterlebt zu Drun oben, weil wir immer in der Ferien waren, bin ich dort einmal bis in den Schacht gekommen, bevor es runtergeht. Und jetzt natürlich mal unten zu sehen, ist schon etwas anderes. Wir sind schliesslich auf dem Walk of Fame gelaufen, neben Fotografien der Mineure und haben ihre Namen auf den Sternen am Boden gelesen. Ja, so Hut ab von jedem, der hier etwas gemacht hat, gearbeitet hat, x 100 Arbeitsstunden investiert hat. Hut ab von jedem Einzelnen, ja. Ja, Respekt von diesen vielen Bauarbeitern, das sind wirklich die wahren Helden. Nicht? Und 9 haben ja auch noch das Leben verloren und muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber es ist wirklich gewaltig, was da gemacht worden ist in den letzten 15 Jahren. Also es ist also sehr eindrücklich, was man dort sehen darf. Und Hut ab an also all diese Mineure, die das geleistet haben. Also Chapeau. Es wird einem effektiv bewusst, wenn man die ganze Ausstellung jetzt gesehen hat. Ich kann nur sagen, alle Achtung. Ein Begleiter von der SBB, der manches Jahr für das längste Tunnel der Welt gearbeitet hat, hat mir gesagt, das sei auch sein Tunnel. Und er wünscht sich, dass jede und jede nach einem Besuch hier im Berg innen kann sagen, es ist auch meine. Ich denke und rede hier gerade für alle auf der Radiozentral-Hörerreise, das ist gelückt. Also ich fühle mich wie Bundesrätin Doris Leuthard. Hier mal dürfen zu stehen. Eins von den Fazits, so einen Radioausflug dürfen wir wieder einmal machen. Das hat mir sehr gut gefallen heute mit dir und mit den anderen Leuten. Und schönes Wetter haben wir gehabt, das Tunnel war auch schön. Ja, ich habe es genossen, wieder einmal wegzugehen. Man ist das erste Mal wirklich mal da drinnen. Man hat mit Stolz gehört, was da gebaut wird. Und jetzt sieht man wirklich mal, was dahinter steckt. Ist sehr informativ und interessant.